Eintauchen und Abtauchen. Die an der Ill gelegene Stadt in Vorarlberg eignet sich für beides. Sie sprudelt vor Energie, ganz besonders während des Poolbar-Festivals im alten Schwimmbad. Naturnähe und Urbanität. Feldkirch, eine Stadt wie eine Insel. Im Strom von Nivellierung und Globalisierung. Am westlichsten Ende Österreichs, an der Grenze zu Liechtenstein und der Schweiz, lebt es sich körig gut. Das wusste schon Hugo I. von Montfort, als er an der Wende zum 13. Jahrhundert energisch begann, die kleine Ansiedlung in eine florierende Stadt zu verwandeln. Und das erkannten später auch berühmte Literaten, wie Arthur Conan Doyle, der hier zur Schule ging, und James Joyce, der zu Gast in Feldkirch war. Verwandlung als einzige Konstante. Die Kirche des Johanniterordens war später Salzmagazin, Gymnasialkirche und Ausgrabungsstätte. Heute ist sie ein Raum für kreative Geister und zeitgenössische Kunst. Arno Egger ist freischaffender Künstler und einer der Prinzen, die das Haus aus dem Dornröschenschlaf wach küssten. An Markttagen ist besonders viel los unter den Arkaden. Das richtige Szenario für Reinhard Rauch, der überall gleichzeitig zu sein scheint. Ein gastronomischer Tausendsasser. Frische Fische aus den umliegenden Seen und Teichen stehen immer auf der Speisekarte im Rio. Kino, Café, Restaurant und Pizzeria. Von Patron Reinhard Rauch und Küchenchef Dominik Meyer souverän bespielt. Ja, was geben wir unseren Schöffel mit? So, jetzt hätten wir noch vom Bio-Kalb hätten wir noch das Gulasch. Also Kalbsgulasch, das ist das vom Walserteil, ne? Okay. Wenn Köche auf Wanderschaft gehen, wünscht man sich, dass ein paar von ihnen wieder den Weg zurückfinden. So schreibt ein berühmter Gourmetführer über Dominik Meyer. Ich bin schon in meiner Kindheit sehr gern fischen gegangen und habe mit 12 eigentlich schon das Filetieren gelernt und gemacht. Und auch im Laufe des Berufslebens dann regelmäßig viele Fische filetieren müssen. Also beim Filetieren ganz, ganz wichtig, dass der Fisch trocken ist. Gott vom Schleim befreien. Dann ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass man sich schneidet. Da ist es wichtig, dass man ein gutes, scharfes Messer hat. Dass man mit so wenig Schnitten wie möglich durchziehen kann. Eine Profiküche ist ein Kosmos mit eigenen Gesetzen. Ein Soziotop, ein Hort von Visionen, gelebtem Arbeitsalltag und tradierten Handlungen mit starkem, praktischen Fokus. Organisation ist oberstes Gebot, Talent und Routine im rechten Verhältnis. Das ist irrelevant. Sehr schön. Kurz auswäschen und dann auf das Blech. Das Blech da dann. Durch die Rio-Küche weht ein Teamgeist, der später auch auf dem Teller zu schmecken ist. Auf dem sauberen. Keine Good Vibes ohne Good Wipes. Wenn Musik- und Kulturbegeisterte beim jährlichen Poolbar-Festival den Sommer feiern, hinterlassen sie Spuren. Zum Glück gibt es in Feldkirch jede Menge Wasser.
sanft und gebändigt, wild und überschäumend. Entlang der Ill prächtige Bauten wie die Stella Matutina, einst nobles Privatgymnasium, heute Landesmusikkonservatorium. Der Name des Flusses stammt vom keltischen Wort Ilara für eilig. Wie wahr, Feldkirch ist ein Energiebündel. Ill aufwärts die Ortschaft Schlinz. In Architekturkreisen weltweit bekannt durch ein bemerkenswertes Bauwerk, das Rauchsche Lehmhaus. Als wir eingezogen sind, war natürlich schon spannend, wie sich das Leben auch einfühlt. Es hat einige Zeit gebraucht, bis ich mich wirklich so wohlgefühlt habe im Haus, weil so schon sehr besondere Ausstrahlung hat und es ist wunderbar. Es ist wie eine warme Hülle im Winter und im Sommer kühl. Ich habe viele Jahre sehr, sehr viel Sehnsucht nach Wärme gehabt, weil mir immer zu kalt war in Vorarlberg. Und das war am Anfang nicht so einfach. Es hat Horizont gefehlt. Aber inzwischen schätze ich Vorarlberg sehr. Die Kreativität, die da stattfindet, die Menschen, gute Freunde, viele schöne Dinge. Ich habe unglaublich viel gelernt in Vorarlberg. Marta stammt aus Slowenien und musste sich im wahrsten Sinne des Wortes erden. Das Haus aus dem eigenen Aushub entstanden, ist ein Statement zum Thema Enke-Tauglichkeit, wie die Vorarlberger reizvollerweise sagen. Mein Mann und ich, wir haben beide Keramik studiert. Und ich habe gewusst, das Haus wird sehr erdig, sehr viel Lehm, sehr bodenständig. Und ich habe für mich war ganz wichtig, dass auch Farbe hineinkommt, Keramik. So ist die Geschichte der Fliesen eigentlich entstanden. Die einen geben ihren Kanisternamen, die anderen ihre Pizza. Antonio Zani sorgt für die nötige Italianità, während in der Küche des Kinorestaurants Dominik Meyer Internationales und Vorarlbergerisches kombiniert. Sommerliche Saiblingsvariation mit Gurkenkeitschale. Bei mir war das so, oh, die Entscheidung zum nachher Koch würde, dass ich vom Geburt an Neurodermitis gehabt, sehr schwere Neurodermitis bis zum 12. Lebensjahr. Und meine Mutter sei Dank, die hat das sehr, sehr gut gemacht mit der Ernährung. Die hat mich rein nur mit Vollkorn ernährt und Soja in dem Sinne. Viel Getreide, sehr, sehr viel Getreide, kein Fisch, kein Fleisch, kein Zucker, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, gar nichts in die Richtung. Also ich habe an Weihnachten oder zum Nikolaus zum Beispiel habe ich ein Säckchen Mandarinen gekriegt und Nüsse. Und die anderen haben Schokolade gekriegt, meine Geschwister auch natürlich. Aber mir hat das gereicht, die haben das auch nicht gekannt. Ich bin ja jetzt nicht so der Fan von süßen Sachen. Und wo das nachher ausgewachsen ist, haben die noch zumal auch alles essen können. Es war dort schon also sehr faszinierend für mich, dass es die ganzen neuen Geschmäcker, das ganze Neue, was da oft mal da war, und von dort weg war eigentlich schon klar, dass ich was mit Lebensmitteln mache. Und das war dann eigentlich das Ausgebende, warum dass ich mich entschieden habe, um als Koch die Lehre zu machen. Das fein geschnittene rohe Saiblingsfilet mit Schnittlauch, Salz und Olivenöl abschmecken.
Karotten in frisch gepresstem Karottensaft mit Butter dünsten. Für die andere Saiblingsvariante Filets würzen und hautseitig in Butter anbraten. Rote Rüben in Wasser mit Kümmel, Salz und Essig kochen, schälen und im Mixer zerkleinern. Etwas Olivenöl dazu. Als Begleitung zum Saiblingstartar Gurkenstücke mit Knoblauch, Dill, Salz und Olivenöl marinieren. Später pürieren. Die Krönung? Blättchen der Zitronenverbene und noch ein paar Tropfen Olivenöl. Eine kleine Welt für sich. Der Mini-Golfplatz zu Füßen der Schattenburg. Altmodisch oder retro? Für Clownfrau Lisa Suitner und Nichte Fabiola ein Spiel mit Geschick und Glück. Ich glaube, dass es eigentlich sehr, sehr wichtig ist für die Menschen, irgendwie diesen Spieltrieb nicht zu verlieren. Und es ist ja auch lustig, wie voll solche Clown-Workshops sind, wo die Menschen dann ja eigentlich genau das wieder lernen wollen. Verspielt zu sein und sich leicht zu nehmen und ja, diesen Spieltrieb wieder zu finden, den die Kinder haben und wir uns eben mit unserer seriös, alles muss immer ernsthaft sein, so, wir uns das ja dann ein bisschen verwehren dann. Ich habe eine Clown-Ausbildung gemacht und da habe ich schon gemerkt, meine Themen waren eher so, ich darf auch laut sein und ich darf auch groß sein und ich muss nicht immer ganz hinten stehen, nur weil ich so groß bin. Aber ich glaube, den Spieltrieb habe ich nie verloren. Na. Jetzt habe ich mich brutal konzentriert. Ich bin halt mit Ballsportarten groß geworden. Also ich habe Tennis gespielt und eben Volleyball und wollte immer mit 3 Volleybällen jonglieren bei den Trainings. Ja, ich mag Bälle. Selbstbewusst thront die Schattenburg über der Stadt. Hier hatten die Montforter Grafen im Hochmittelalter ihren Stammsitz und wahrscheinlich schon einen Blick auf den Weingarten gegenüber. Ensembles sind in gewisser Weise wie Erzählungen, über Generationen weitergegeben. Die Aneinanderreihung der Häuser berichtet von der Geschichte einer Stadt. Stetig wird die Formulierung dieses Textes von den Bewohnern verändert und mit Fußnoten versehen. Früher eine finstere 70er-Jahre-Fassade drohte, öffnet sich jetzt das Montfort-Haus mit lässigem Schwung allen Kulturinteressierten. Trubel und babylonisches Sprachgewirr im Atrium. Ein Zusammentreffen internationaler Gaukler, die Jahr für Jahr Feldkirch und die Welt ein wenig lustiger machen. Ist
Überbordende Fantasie gepaart mit ausgeklügelter Brenntechnik. Balance zwischen Zufall und Ordnung. Handgefertigte Fliesen entstehen in Zusammenarbeit. Martha Rauch, Sebastian Rauch und Thomas Rösler testen und tüfteln am Computer und in der Werkstatt in Schlins. So, da kriegst du jetzt den ganzen Blätter. Oral. Und das ein bisschen mehr Geometrie. Da, ich glaube, wenn das dunkel wäre, wäre das. Die Basis der Fliese ist eine Kombination unterschiedlicher Ton- und Lehmerden. Mit Quarzsand und Schamott vermischt, wird die Masse in Fliesenform gepresst und von Hand perfektioniert. Ich habe lebenslang Keramik gemacht und das ist eigentlich so wie eine späte Ernte. Es ist eigentlich etwas herausgekommen, etwas gewachsen, was ich nicht geplant habe und auch nicht erwartet habe. Also es war viel Glück, viel Zufall und auch harte Arbeit dabei. Erde, Feuer und Wasser. Aus diesen Elementen entstehen die Fliesen in einem aufwendigen Prozess. Anders als in industrieller Produktion erlaubt die handwerkliche Herstellung und die Technik des aus Japan stammenden Rakubrands unterschiedliche Ergebnisse. Das Unplanbare wird Prinzip. Muster, die so digital entworfen werden, die sind in Schwarz-Weiß, zwar schön, aber die Lebendigkeit entsteht durch den Brand. Wie man geht. Probier bei dem ein bisschen. Als wir dann die ersten Resultate bekommen haben, habe ich sofort gewusst, ja, das ist was Besonderes. Ja, es war so wie ein Blitz. Ich habe gewusst, das ist was Spezielles. Das nährt mich so und das will ich einfach weiterverfolgen. Vertrauen, ganz viel Vertrauen braucht es. Und wichtig ist irgendwie, dass man mit dem Herz dabei ist. Er springt über, dieser Funke, wenn das Auge auf Entdeckungsreise geht und sich auf Details einschärft. Feldkirch ist ein Mosaik aus Bauwerken unterschiedlicher Stile und Epochen. Ganz in der Nähe seiner vier Innenstadtlokale hat sich Reinhard Rauch ein Refugium geschaffen, in dem er die wenigen einsamen Momente zwischen den gastronomischen Auftritten auskostet. Musik als Seelennahrung und Inspiration. Als PS Rinaldo legt er jeden Donnerstag unter dem Motto Love is in the Air in seinem Club auf. Die Vinylsammlung umfasst mehr als 20.000 Stück. Musik ist auf jeden Fall ein Energiespender. Das kann man auf keinen Fall abstreiten. Da kann ich am Samstag fange ich schon um 9 Uhr früh an, 9:30, je nachdem. Und dann arbeite ich wirklich 13, 14, 15 Stunden. Und dann lege ich noch auf. Und so. Und da bist du sofort anders wieder. Ne? Das ist wahrscheinlich super schlafen, wärst müde. Aber sobald die erste Platte kommt, da bist du voll dabei dann. Ich habe immer noch einen extremen Freiheitsdrang. Ich nenne es jetzt einfach mal Rock'n'Roll. Der Drang nach Rock'n'Roll und die Gastronomie ist Rock'n'Roll. Du bist nicht
gehst nicht um 8 Uhr früh arbeiten, um 5 Uhr heim, du kommst, es ändert sich alles. Ne? Du hast jeden Tag andere Leute. Es macht einfach Spaß, wenn man es mag. Ne? Man muss die Menschen mögen, man muss. Ich mag auch meine Mitarbeiter sehr gern, sind teilweise Freunde darunter. Und das gibt einem so viel. Ich würde gerne viel mehr lesen und viel mehr Sachen für den eigenen Kopf machen, aber irgendwie kommt immer was, steht immer was anzutun. Ich habe jeden Tag so eine Liste, die hake ich halt an ab. Dann Sport sollte man auch noch ein bisschen machen. Und so vergeht die Zeit sowieso. Ne? An Langeweile kann ich mich nicht erinnern in den letzten paar Jahren. Müßiggang, ein Fremdwort in Feldkirch. Musiker und Straßenkünstler verwandeln die Stadt während des Gauklerfestivals in einen nimmermüden Open-Air-Zirkus. Ja, also Feldkirch ist wirklich mein Zuhause. Obwohl ich lange weg war und mir auch früher immer gedacht habe, ich komme nicht mehr zurück oder lieber in Timbuktu wohnen als in Feldkirch so. Und als ich dann schwanger wurde, war das irgendwie, hat es mich gerufen, so ich will wieder nach Hause, so mein Wald und irgendwie, auch wenn ich die Pflanzen nicht benennen kann, aber ich kenne sie alle und so mein Zuhause. Heimatgefühle stellen sich schnell ein an diesem gastfreundlichen Ort. Dank weltoffener Bewohner und der speziellen Verkehrslage. Über die Jahrhunderte finden Durchreisende in Feldkirch Schutz und Unterkunft. Das bezeugt eine auffallende Dichte an schönen Gasthöfen und einladenden Hotels. Sonne zieht sie an. Wieder strömen die Festivalfans zum alten Schwimmbad am Reichenfeld. Konzerte im Bassin des Hallenbads und abseits des Großstadt-Mainstreams. Fantasievolle Veranstalter haben es mit Beharrlichkeit und Esprit geschafft. Wie könnte es in Feldkirch anders sein, das Poolbar-Festival zu einem überregionalen Erfolg zu machen? Die unterschiedlichsten Kunstgenres, Gastfreundschaft, Internationales und Lokales bestimmen die 7 Sommerwochen. Oftmals ist die 10 Uhr Vorstellung am Wochenende, weil da habe ich schon die Schicht halb fast beendet, die Service-Schicht. Und dann schaue ich mir halt den Kulturfilm an, der dann um 10 Uhr kommt, in Originalsprache immer. Oder ab und zu, auch mit den Mitarbeitern, schaut man sich einen Film an, trinkt ein Fläschchen Wein, wie es wirklich geschehen ist auch. Oder ab und zu mal mit Freunden. Vielleicht geht es ja im Film und in einer Stadt, wie im Leben auch, gar nicht um das Happy End, sondern um die aufregende Geschichte davor.